Ihr könnt wohl erkennen, wie sich vor euch durch diese Menschenmasse jemand schiebt, der wohl weniger an dem Reis interessiert ist. Ein Mann, gekleidet in eine graue Robe. Es handelt sich dabei nicht um einen Magier, sondern wohl um einen Novizen, der sich dann da durchschiebt und kämpft und dann wohl nach oben in Richtung dieses Karrens schaut, wo ihr dann irgendwie steht. Und ja, weil er nicht richtig durchkommt, wendet er sich einfach mal an Ömer, der wohl irgendwo ja, so steht, dass er da rankommt. Verzeiht, gehört ihr dazu, zu diesen Neuankömmlingen? Die Tölte und Große. Ja, hoher Herr. Das ist da vorne. Das ist Captain Jarlan. Ich meinte natürlich der Herr von Schnattermund. Ja, ihr seid die von der Dämonenarche, richtig? Nein, nein. Wir sind nur Leute, die jetzt hier Nahrungsmittel bringen. Aber wenn ihr wichtige Sachen zu besprechen habt, kommt mit. Ich bringe euch zu Herrn Schnattermund. Kommen wir da durch? Ich Ah, ich möchte bringe mich euch da mit dem, durch. ich möchte mich mit diesem Pöbel nicht, sie stinken etwas, aber na gut. Wir gehen hier ein kleines wenig außenrum, dann kommen wir da. Das dauert es vielleicht eine Minute länger, aber ihr müsst nicht mit dem Pöbel und so. Ja, vielen, vielen Dank. Ich vertraue euch. Ja, bittet ihr Natürlich. hinterher, so ein bisschen verunsichert, ein junger Mann, wie gesagt, ein Novize, wohl ebenso nur ein Bote. Folgt er dir, kannst ihn dann in Richtung der anderen bringen. Ja, so ein bisschen außenrum, das sozusagen jetzt hier von der Seite, wo anscheinend gerade jetzt hier eigentlich Nahrungsmittel angereicht werden, sozusagen, wo nicht so viele Leute gerade stehen. Und sagt dann, warten Sie kurz einen Moment, hoher Herr, ich hole den Kapitän. Und steigt dann selber nochmal 2 Schritte auf den Karren drauf und klettert dann mehr so halb drum herum, um dann eben sozusagen zu Jalan zu kommen. Hoher Herr, da vorne, der Mann, ich glaube, das ist ein Geweihter, der würde euch ganz gerne sprechen. Und dann beugt man sich etwas näher. Er sagt etwas, dass ihr der Archenkapitän wärt. Ich habe das erstmal verneint. Gute Vielleicht wollt Arbeit, ihr mit dem Emma. Mann reden. Gute Arbeit, Emma. Gute Arbeit. Ich drück den Sack Reis, den ich gerade in der Hand hatte, dem nächstbesten Knecht in die Hand. Ja, immer nimmt das einfach als Knecht in die Hand und gibt dann den Reissack weiter. Packe mir dann aber Ömer und nehme ihn mit. Dann drückt immer doch weiter die Hand und folgt dir. lass mich durch, lass mich durch. Ja. Bin Götter zum Großer. Wen habe ich vor mir? Dobry Wäscher, guten Abend, mein Herr. Ich bin Stanislava. Ich bin gekommen von der Magierakademie. Ich soll euch wohl holen. Ihr werdet dort erwartet, sagte man mir. Von, naja, Rakorium ist, der Herr Mutagonus ist immer noch nicht da, aber Sojelofo hat, der Herr von den Zinnober-Laboratorien hatte mir wohl erzählt, dass ihr kommt und Magistra Kohlrab sagt es wohl ebenso und da sollte ich euch holen. Hat auch gesagt, was er will. Na, nicht so wichtig. Als du im Kohlraub bist, willst du um ihre Mutter gehen. Ich bin gleich da. Immer, kannst du die beiden Magier aufsammeln? Die werden mitkommen wollen. Aber natürlich. Und immer entschwindet und sucht die beiden Magier. Der Arme mir steht irgendwo neben dem Wagen und dirigiert die ganzen Arbeiter. Er Gelehrter betätigt Herr, die nicht Gelehrter Herr, ich zupfe körperlich. es irgendwie so ein bisschen an deiner Schulter. Ja? Ah, immer! Entschuldigt die Störung, aber der Kapitän braucht eure Hilfe. Es geht wohl um die Magierakademie. Gut. Ich Da komme. vorne hinter dem Wagen gleich. Nicht hier in Sicht, aber hier, einfach hinter den Wagen gehen. Da ist der Herr Kapitän. Oh, und ich muss jetzt noch den anderen Magier suchen. Wisst ihr, wo ich den anderen hohen gelehrten Herr finde? Da hinten. Ah ja, Zeigt auf, danke schön. zeigt auf jemand. Und immer schlängelt sich durch die Menschenmengen durch, als wenn er nie etwas anderes getan hätte in seinem Leben, durch Menschenmassen sich durchzudrücken. Leute, ihr schafft das auch ohne mich, oder? Gut. Und geht dann zu Jalan. Ah, da seid ihr ja. Warten wir noch kurz auf Eltern, dann gehen wir zur Magierakademie und Da verlangt zupft noch. es an Eldansrobe. Hoher Gelehrter Herr. Entschuldigung, ja? Ja, entschuldigt mich. Der Herr Kapitän möchte euch ganz gerne sehen. Da vorne, hinter dem. Da, wo ihr das Hinterteil von Abelmir noch hinterher vorgucken seht am Wagen. Dort ist der Ah. Kapitän und Abelmir. Die wollen etwas von euch. Es geht um die Magierakademie. Ah, vielen Dank. Könnt ihr nachher nochmal auf mich zukommen? Ich bräuchte nochmal einen. Ich müsste einen Gefallen von euch erbitten, aber dazu später mehr. Und Aber dann. natürlich, ich bin doch der Diener eines jeden Kopters. Lächle und dann folge ich mal Abimirs Hinterteil hinter den Wagen. Auch immer geht wieder mit. Was ist mit Ahmad? Verteilt er auch Reis oder ist der in Richtung Ronra-Tempel gelaufen? Ahmad würde erst einmal so 10 Minuten da posen, damit alle wissen, dass die Rondra-Kirche damit in Verbindung gebracht werden kann. Ja. Und dann würde er irgendwann sich entscheiden, da, okay, jetzt hat er genug gepostet und hat genügend da den Leuten erzählt, ja, hier.
Rondras Gaben, Rondra dies und das. Auch natürlich seien die anderen Herren gelobt. Und vor allem die Konchoma-Zunft, die dieses ganze Essen überhaupt ermöglicht hat. Also bla bla bla. Alle Leute gelobt, aber vor allem natürlich die Rondra-Kirche. Und dann würde ich irgendwann aufbrechen. Bevor du aufbrechst, zipft immer an deinem Rock. Hoher Herr, gelehrter Herr. Nein, ich meine natürlich, euer Gnaden. Was ist Ömer? Ihr solltet noch vielleicht die Frau erwähnen. Die mit dem tollen Gastgeschenk. Dessen Name muss doch hier auch erzählt werden. Ja, natürlich würde die gute Sultana auch noch erwähnt werden. Ich weiß bloß gerade leider ihren Namen nicht mehr. Die ehrenwerte Sultana von Kutchom, das wird den Leuten wahrscheinlich eh nichts sagen, wer das ist. Es geht vor allem nicht nur um ihren Namen, sondern um die Madabasari als Handelskontor. Ja, also genau. Madabasari hätte ich halt auch noch erwähnen können, aber ich hatte halt ihren Namen vergessen. In IT wahrscheinlich nicht, aber OT habe ich ihren Namen vergessen. Mhm. Madabasari wusste ich noch und ja, die Fexkirche ist hier auch ganz groß mit bei. Und ja, bliblablub, kann mich irgendjemand zu Rodarat-Tempel bringen. Ja, also wenn du möchtest, kannst du dir entweder einen Goblin oder einen normalen Bewohner nehmen. Kann auch ein Nivese sein oder einen ganz normalen Bornländer, der dich dann auch zum Rondra-Tempel bringt. Das wäre alles drei möglich. Natürlich ein Bornländer. Dann kann ich mir nämlich auf dem Weg dahin toll anhören, was für tolle Sachen die hier im Bornland so von den Rondrianern halten. Ja, er erzählt ganz viel von den Theaterrittern auf dem Weg. Entachmat nicht, aber er nickt. Du kannst auch gerne eine Geschichtskenntnisprobe machen. Die versuche ich gar nicht her. Du versuchst es alle. Alles klar, du hast keine Ahnung von den mittelreichischen Traditionen und dem Rondra-Glauben, der dann im Bornland vertreten ist von den Theaterrittern. Das hat dich alles nicht interessiert. Gut. Ja, also Ahmad, Theaterritter, solange die irgendwas mit Rondra zu tun haben, sehr schön. Ja, wenn du dann gerade in Richtung Nordwesten unterwegs bist, kannst du wohl auch erkennen, wie sich gleichzeitig mit dir eine andere Gruppe davon löst und die anderen Helden dann in Richtung Nordosten aufbrechen. Immer nicht. Immer ist nicht dabei bei der Marketing. Okay. Wenn er nicht mitkommen will. Ah, immer. Ja. Wo geht Ahmad hin? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist in Glaubenssachen unterwegs. Ich drück ihm mal so eine Silbermünze in die Hand. Geh mit ihm, schau nach, was er macht, erstatte mir Bericht. Und unauffällig. Das Bericht erstatten, nicht das Mitgehen. Ja, okay. Immer nickt, steckt die Silbermünze ein und folgt dann dem Geweihten auf einige Meter Abstand eben ihn beschatten. Okay, dann brecht ihr zumindest die eine Gruppe auf in Richtung der Academia Magica Transformica Fortumiensis, der Halle des Quecksilbers, wo ihr dann durch einige Gänge geführt werdet, an euch, neben euch die Magistra Kohlrab, die ihr schon kennt. Allerdings hat sie selber nicht mit euch kommuniziert, sondern der Bote kommt von einer anderen Magistra Kohlrab. Die haben wohl also schon irgendwie Kontakt gehabt. Und als ihr dann einen kleinen Raum mit einem runden Tisch betretet, könnt ihr dort das exakte Ebenbild von ihr erkennen. Allerdings um viele Jahre älter, die hohen Haare nach oben gestreckt, grau zu einem Dutt gebunden, strenger Blick. Und neben ihr eine umso befremdlichere Gestalt, ein Mann, der auf den ersten Blick sehr merkwürdig auf euch wirkt. Groß, hager, auch wenn er dort sitzt, feine Gesichtszüge, lange Haare, wie es einem Magier eben gebührt, der euch dann mit einer sehr wohlklingenden Stimme begrüßt, währenddessen Erzmagistra Kohlrab euch mit einer sehr rauen und tiefen Stimme begrüßt, als ob sie sehr viel geraucht hätte in ihrem Leben. Das ist schön, dass euch unser Bote ereilt hat, spricht der Magier. Ich darf mich vorstellen, Tarlisin von Borbra, Magus et Magister Maximus und meine Kollega, die Erzmager Kohlrab. Wir haben Kunde gehört von euch, dass ihr Festum anlauft. Verneige mich leicht. Gelehrte Herren, ich bin Kapitän Jalan Greifenmund, also meine Begleiter Adeptus Abelmir und seine Ehreneltern Gorbas. In der Tat sind wir hier. Ist Magistra Kohlrab auch anwesend? Ja, die sieht, wie gesagt, ihrer Mutter, wie aus dem Gesicht herausgeschnitten, aus, nur eben in Jünger. Weil sie hatte sich nicht vorgestellt. Gut.
Ist mir der Magister den Namen Talisin von Borbera ein Begriff oder kenne ich die nicht? Das ist eine einfache entweder Geschichtswissenprobe oder Magiekunde plus 5. Okay, beziehungsweise, ja, so einfach, ja, Geschichtswissen plus 5. Geschichtswissen plus 5, es sei denn, ihr habt da noch eine Magiekunde oder sowas drin in dieser Geschichtswissen. Dann nehme ich Magiekunde. Ja. Wie sieht das mit den anderen aus? Haben die Interesse? Magus et Magister Maximus. Ich werde da nicht würfeln. Eldern zieht so ein bisschen die Mundwinkel nach unten. Bei Abelmir gehen sie viel. Na gut, bist ja auch noch weiße Gilde, das ist ja keine graue Gilde. Talisin von Borbra, der Hochmeister der grauen Stäbe vom ODL, von deinem Ordo Defensoris Lecturia, also dem Orden der Verteidiger der Lehre der grauen Stäbe zu Pericum. Die Kampfeinheit der grauen Gilde, wenn man so möchte. Was euch an ihm stört, ist nicht so sehr, dass er die graue Gilde zu einer Kampfformation geeint hat, sondern dass er ehemals wohl paktiert hat, dass er Borbrat persönlich kennengelernt hat, dass sein Schatten gestohlen wurde in einer sehr abenteuerlichen Geschichte. Er wurde mehrere Male verhaftet. Diese Person ist eine Mischung aus einem Weiß-Grau- und Schwarz-Magier, der den Lehren von Praios quasi widerspricht. Und normalerweise würde alles für ein Todesurteil sprechen, wenn die Göttin Zar ihn nicht selbst errettet hätte. Ich ziehe jetzt meine Augenbraue hoch, verneige mich dann leicht, Magister. Ja, ich würde mich auch verneigen und sagen, die Gnade Zars ist unergründlich. Sehr schön, dass ihr hier seid. Wir haben einiges zu erklären. Primo, die Erzmagistra wird euch begleiten, wenn ihr dies mögt. Sekundo, Xeran, wir haben Berichte davon gehört, dass ihr euch nun ja demnächst dem Kampf anschließen wollt und daher möchte ich euch im Auftrage eines Freundes über sämtliche Gefahren aufklären, die euch höchstwahrscheinlich ereilen werden. Die Freigaben diesbezüglich habe ich bekommen. Ad Tertio. Xerans Maßlosigkeit schuf aus einem der ersten Mahataimim das, was selbst das Arcanum nur in Andeutung ein Schiff der verlorenen Seelen nennt. Er warf dem Schiffsdämon alles zum Fraß vor, was sich dort anbot, opferte ihm ganze Flotten und verschmolz ihn mit anderen Höllenknechten. Es lässt sich nur unter Schaudern ausmalen, welche Plagen dieses Ungetüm zu bringen imstande ist, das seinen Namen zurecht trägt, die Plagenbringer. Quarto, die sieben Plagen, die sind euch bekannt? Nur die erste. Nur die erste. Dann werde ich euch einen kleinen Vortrag halten. Wie gesagt, es kann von allergrößtem Interesse für euch sein, wenn ihr wisst, was euch eilen könnte. Plage Nummer 1, die Lederschwingen. Uns ist bekannt, dass in einem Umkreis von um die 20 Meilen so etwas wie Gotongis und auch Lederschwingen, also chimärenartige Mensch-Fledermaus-Chimären, umherziehen. Fledermausflügel, ihr habt sie also kennengelernt. Ab einer Entfernung von etwa 1000 Meter stürzen sie sich dann auf die Schiffe und zerreißen ihre Opfer noch im Fluge. Das sollte allerdings für euch mit eurer Schlagkraft zurzeit weniger das Problem sein. Für alle anderen Schiffe ist dies allerdings schon das Todesurteil. Plage Nummer 2. Das Geschützfeuer. Ab 500 Schritt, könnte man etwa sagen, werden die Geschütze der Arche das Feuer eröffnen. Steine und Eisenkugeln, Hagelschlag, das hört sich alles sehr profan an. Allerdings Sorduls Äpfel und das Hylailer Brandfeuer werden dann das Wasser zum Kochen verwandeln und es für jeden tödlich machen, der davon getroffen wird. Ebenso die Sorduls Äpfel, die in Säure sich befindet und die alles zerfressen, was mit ihnen in Kontakt kommt. Plage Nummer 3, die Tlalux-Würmer. Man könnte sie mit riesigen, skurrilen Schnecken verwechseln, die ab etwa 300 Meter Entfernung zusammen mit einigen Morphos herbeitreiben. Allerdings habe ich auch Gerüchte gehört von einigen Scherenwürmern, die sich unter die Morphos mischen, die etwas größer sind, den Vorderteil einer Riesenkrabbe besitzen und den Hinterleib eines Morphos. Sie haben einige
wirken schleimartige Schläuche, elastisch, mit denen sie dann sich selbst versorgen. Sie zerteilen und zerbeißen den Gegner, ohne dass sie, nun ja, dass irgendetwas dagegen getan werden kann. Plage Nummer 4, Amrychos Stoß. Dies ist ein Dämon, den ich nicht genauer benennen kann, will. Er selbst ist eine Welle, wenn ich so möchte, und bringt, nun ja, mit hervorwirbelnden Springwellen alle Schiffe zum Kentern, die von ihm getroffen werden. Er ist wahrlich mächtig, eine gestaltlose Woge, die sich über den Schiffen auftürmt und sie, nun ja, entweder zum Kentern bringt oder die Menschen von Bord wirft. Plage Nummer 5, die Enterkommandos. Die Arche hat wohl ihre Beine nicht mehr zum Laufen, sondern hat sie ausgeformt zu Greifarmen und auch zu so etwas wie riesigen Planken, über die dann untote Kommandos, Wasserleichen, die von Pfeilen unempfindlich verschossen werden. Das heißt, sie gehen entweder über die Planken hinüber oder werden hinübertransportiert. Und dann beginnt das Schlachten mit den Wasserleichen. Ich bin noch nicht fertig. Plage Nummer 6, die Spinnengreifer. Wie gesagt, die Arche läuft nicht mehr auf Beinen, sondern wird von Seeschlangen gezogen. Und daher kann sie ihre Beine benutzen, um wie Mandibeln gleich einer Spinne ihre Schiffe zu, nun ja, nicht nur festzuhalten, sondern auch zu zerbeißen, zu packen, zu zerdrücken und unaufhaltsam in das Maul zu ziehen. Und damit endet das, was wir wissen. Denn die Plage Nummer 7 ist uns bisher noch nicht bekannt. Wie äußerst charmant. Und wir haben Zahnstocher dagegen. Aber wie gehen wir dagegen vor? Ich meine, über diese Welle können wir uns vermutlich mit den Beinen erheben. Den Greifzangen können wir vermutlich ausweichen. Aber was tun wir gegen Dämonen? Ad conclusio, also den Abschluss, bildet Nummer Quinto. Ich möchte euch dazu ermuntern, sämtliche Fragen zu stellen, die ihr vielleicht noch wissen möchtet. Vielleicht über Pardigan, den Kapitän, oder über Xeran. Wenn ich euch helfen kann, werde ich sie beantworten. Was wisst ihr über Dari und Pardigan? Wenig. Da kommen hier die Plagenbringer und da steht Xeran. Ist ein Pardigan nicht ein Alanfana oder auch, glaube ich... Ja, ich habe Kaiserhaus vertreten. Über ihn gehört und seine Familie verleugnet ihn. Das ist korrekt. Sein Vater Goldo, der selbsternannte König von Meridiana, spricht nicht mehr über ihn. Er verleugnet ihn. Er wurde wohl vor mehreren Jahren von einem anderen Kapitän, einem Novadi, in dem Alanfana Hafen entführt, geblendet und dann in die Sklaverei verkauft. Vieles ist seitdem in Vergessenheit geraten und uns nicht bekannt, aber dann ist er irgendwann wieder aufgetaucht. Bah, Pardigan. König von Meridiana ist der König von Meridiana und niemand anders. Nun gut, aber wie bringt ihn das an Bord einer Dämonenarche? Ist ihr da denn gar nichts drüber? Nun, Darion Pardigan selbst verfolgt wohl die Ziele der Erzdämonen, die dann über die Plagenbringer selbst gesteuert werden, wenn ich das so sagen darf. Die Plagenbringer selbst wurde von Borberat erschaffen, von Xeran verändert und dann dem Willen von Darion Pardigan als sein Kapitän übereignet. Er war wohl einfach einer der fähigsten Kommandeure unter Xerans Knute. Was wisst ihr über diesen Amrychot? Nannte die ihn, glaube ich. Amrychot Stoß. Amrychot, der Dunkelrochen, ein Schatten im Zyklon, ein fünfgehörnter Diener der Ersäuferin. Was sind seine Viech? Viele Schiffe wurden einst
der viele Schiffe, die einst der Stolz- und Perlenmeerflotte angehörten, wurden Opfer dieser Wesenheit, eines Dämons in Gestalt einer sanft durch die Wasser gleitenden, ja, ein Dreiecksrochen, wenn man so sagen möchte. Ungefähr 8 Schritt groß, 5 Hörner. Und er hat ein bewegliches Maulwerkzeug. Er kann gurgelnde Schlunde erschaffen. Er besitzt 3 Augen. Ich habe ihn bisher noch nie selber beschworen oder ihn kennengelernt, aber wie gesagt, das Arcanum spricht nicht nur von den Dämonenarchen, sondern auch von dieser Wesenheit. Ist dieses Wesen gebunden oder beschworen? Oder beides? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kommandiert Darion Palligan dieses Wesen. Es ist also in der Maulgrotte gebunden und wird entlassen, wenn sich dieser Schlund öffnet. Ein mächtiger Feind. Wir töten wir ihn. Es, was auch immer. Eine Entschwörung würde unglaublich lange dauern, vor allem in einem Kampf. Nicht den Dämon, Palligan. Palligan. Er ist ein Mensch, wie jeder andere auch. Er blutet. Er kann bezwungen werden. Und die Arche? Hat sie ein Herz wie andere auch? Nun, da alle Informationen, die wir über eine Arche haben, von euch selbst stammen, werdet ihr das sicherlich am besten beantworten können. Und wenn wir den Adern folgen müssen... Wie kommen wir an die Arche heran, ohne selber getötet zu werden? Gibt es eine Flagge, ein Code, ein wie auch immer geartetes Signal? Diese Arche muss ja auch versorgt werden. Ist euch irgendwas bekannt? Wie wir uns an Bord schleichen können oder gelangen können, ohne dass uns diese Plagenbringer in Grund und Boden schießt? Talin sieht selber, schweigt dazu. Allerdings könnte Jarlan da etwas zu sagen. Nun, Xerans Leute haben natürlich ihre eigenen Flaggen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Erinnere dich zurück, was damals passierte. Denkst du an den Kelch? Ah, der Kelch ist... Oh, verfluchte. Es gab einen Kelch an Bord, der magisch war. Wer ihn angefasst hat, der konnte die anderen Archen sehen und wurde von ihnen gesehen. Wir warfen ihn über Bord. Ihr habt ein dämonisches Artefakt einfach in die blutige See geworfen? Nicht sehr schlau. Ihr müsst verstehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeiten hatten, damit umzugehen. Erst recht keine fähigen Antimagier, die ihn irgendwie hätten. Aber welche Nachteile hat dieser Kelch? Wie bitte? Welche Nachteile hatte dieser Kelch? Nun, was wir gesehen haben, konnte auch gesehen werden von den anderen. Wir hatten keinen halben Tag später die Plagenbringer am Hintern, die uns fast erwischt hätte. Hätte es nicht gereicht, ihnen eine Kiste, einen Sack zu sperren? Stellt mich nicht nachträglich in Frage, ihr wart nicht da. Ich stelle bloß die Klugheit der Entscheidung in Frage. Auch das ist gerade nicht der Punkt. Tut, wofür ich euch bezahle. Findet heraus, wie wir an die Plagenbringer herankommen. Das probiere ich ja gerade. Dann mehrt nicht an Dingen herum, die nicht mehr zu ändern sind. Wenn ihr nicht in blutige See tauchen und das Ding vom Grund des Meeres holen wollt, oder es ihr aus den Händen reißen, dann brauchen wir einen anderen Plan. Gut. Und währenddessen erreichen Ahmad, Ömer und die Begleitung den Tempel der Rondra. Hier, der Tempel der Löwen, ist wohl direkt neben einer Kavaliersakademie gelegen. Könnt ihr dann das düstere, trutzige Granitgebäude betreten. Du kannst wohl einige Soldaten im Hintergrund erkennen, die hier in dicke Felle eingekleidet gerade trainieren. Und ja, du stehst dann in dem Tempel selbst. Alles sehr dunkel. Wenig Fackeln oder Talgkerzen. Ahmad ist eine kurze Zeit sehr ergriffen, nach dieser langen Zeit auf der Dämonenarche endlich mal wieder in einem Heiligtum der göttlichen Leuen zu sein. Und würde erstmal so eine Minute die Umgebung in sich aufnehmen und begeistert da zu diesen Männern in Fellen schauen, die ja sich dem Zweikampf versprachen. Und ja, dann würde ich irgendwann mal
sobald diese Ergriffenheit vorbei ist, auf eine Person da zugehen. Sie jetzt nicht unbedingt in diesem Training unterbrechen, aber ja, an der Seite da stehen bleiben und ihn zusehen. Ömer, wenn... wolltest du heimlich agieren oder wolltest du nur heimlich Bericht erstatten? Ja, erstmal heimlich agieren, das heißt bis zur Tür folgen und dann einmal um das Gebäude schnell rum, um zu gucken, ob man irgendwo vielleicht reinschauen kann, bevor man erstmal die Tür aufzieht. Gut, dann gib mir mal einmal ja eine A, schleichen wirst du wohl nicht müssen, aber eine sich verstecken Probe und dann kann Ahmad mit einer Sinnenschärfe dagegen testen. Sie ist erschwert für Ahmad um plus 5, also plus 5 und plus 6. Einfach weil Ömer nicht direkt vor dir steht, sondern in deinem Rücken. Muss ich das wirklich würfeln? Wenn du nicht möchtest, dann ist es automatisch gescheitert. Ah, komm hier, ich kann es ja mal probieren. Doppel 1 geht immer. Welche Überraschung. Doppel 1 und 2 reicht leider nicht. Dann wirst du wohl erkennen, wie, nachdem du dich ein bisschen umgeschaut hast, die Luft, die so ein bisschen auch nach Eisen riecht, kannst du, also es riecht nicht nach Blut oder so etwas in der Luft, sondern eher nach geschärften oder polierten Waffen. Unglaublich befriedigendes Gefühl, tritt ein Geweihter auf dich hinzu, der wohl ein bisschen älter ist, schon weiße Haare hat, ihm fehlt auch ein Arm und nickt dir zu. Honor zum Gruß. Wie kann ich dir helfen? Honor zum Gruße. Bruder. Kommst du dann weit her? Ich gehe natürlich als erstes mal auf ihn zu und gebe ihm den typischen Rondra-Gruß und nick ihm einmal zu, beziehungsweise würde mich vielleicht sogar leicht vor ihm verbeugen, da der Mann ja scheinbar hier das Sagen hat. Was führt dein Ptolemiden ins Bornland? Eine weite Reise. Ich hörte von euren Missständen hier im Bornland und ich und meine Kumpanen haben uns entschlossen, euch auszuhelfen. Derzeit wird im Hafen Reis für die gesamte Bevölkerung des Festtumer Stadt ausgeschüttet. Und natürlich sollt auch ihr im Rondra-Tempel von diesem Essen was bekommen. Das ist gut. Es gibt wenig Essen. Nicht nur der Kontakt zur blutigen See ist abgebrochen oder nach Norden ins schwarze Eis. Nur noch wenige Nivesen, die mit ihren Karänen aus dem Norden kommen, in Richtung Süden vorgehen. Sondern jetzt ist nach einiger Zeit, vor ein paar Wochen war es, ist auch der Kontakt nach Valusa abgerissen. Gut, dass wir neues Essen bekommen. Bisher versorgt uns nur noch Nersand, aber so viel, wie diese Stadt verschlingt. Gut,